Rapmusik. Warum gibt es keine armen Rapper? Warum sind 100% der Rapper, die wir im Fernsehen sehen, alle scheinbar steinreich? Alle Rapper und sogar alle Rapperinnen rappen nur noch über ein einziges Thema. Wie verdammt reich sie sind? Das wirft mehrere Fragen auf. Erstens, sind diese Rapper alle reich auf die Welt gekommen? Sind 100% der Rapper Söhne und Töchter reicher Eltern? Falls nicht, worüber haben sie gerappt, als sie nicht reich waren? Oder war es folgendermaßen, dass sie gesagt haben, hör mal zu, lieber Produzent, ich möchte Rapper werden. Und dann muss der Produzent dem Rapper erstmal 5 Millionen Euro geben, dass der Rapper diesen Lifestyle hat, über den er dann rappen kann. Und dann übt er erst das Rappen. Und irgendwann ist er gut genug und hat dann einen Hit, wo er diesen reichen Lifestyle richtig geil rüberbringt. Oder lügen diese Rapper etwa? Sind sie wirklich so dreist, dass sie behaupten, reich zu sein, ohne es zu sein? Nein, das kann ja nicht sein. In jedem Rap-Video, Ferraris, Lamborghinis, irgendwelche Luxusvillen mit Pools irgendwo im Süden, nur Markenklamotten und Rolex-Uhren. Warum? Das Komische ist, dass gleichzeitig 100% der Rapper behauptet, sich aus der Armut hochgekämpft zu haben und die Streets zu repräsentieren. Die benachteiligte Bevölkerung, die Ausgeschlossenen, die Armen, während sie alle selber steinreich sind. Wie ist das möglich? Und wenn irgendein Rapper den ersten Hit hat, ist er im ersten Hit schon steinreich. Wie denn, wenn es der erste Hit ist? Eigentlich müsste jede erste Hitsingle eines Rappers und einer Rapperin sie in der Gosse zeigen, wie sie ihre Organe verkaufen, nur um irgendwie über die Runden zu kommen. Oder erstmal irgendwelchen Millionären einen blasen müssen. Gut, dann nehmen wir einfach mal an, dass diese Rapper lügen. Die sind gar nicht reich. Diese Rapper behaupten, reich zu sein, damit ihr euch die Musikvideos anschaut mit glitzernden Augen und sagt, boah, die sind so cool, weil die so reich sind. Ich möchte genauso sein. Und das ist der Catch. Rap ist wie ein modernes Einkaufszentrum, wo ganz viele teure Waren ausgestellt werden, damit ihr diese Waren seht und sagt, boah, ich möchte das gerne haben. Rapmusik ist aber auch ein sehr guter Indikator, was den Jugendlichen heutzutage wichtig ist. Heutzutage ist 100% der Jugendlichen offensichtlich wichtig, scheiß viel Geld zu haben. Mehr als alles andere. Was wohl bedeutet, dass sie scheiß wenig Geld haben? Weil sonst wäre das ja nicht so ein wichtiges Ziel. In dieser Hinsicht hat sich Rapmusik geändert. In den 90ern sah man noch in den ersten Videos von Wu-Tang Clan Songs, wie die Mitglieder des Wu-Tang Clans vor brennenden Ölfässern obdachlos rumstehen und rumrappen über Cash Rules, Everything Around Me, Cream Get The Money, Dollar Dollar Will, ja, oder irgend sowas. In fast jedem Video sieht man diese Typen in der Gosse, bis sie irgendwann im dritten Album angefangen haben, mit Diamanten um sich zu werfen. Genauso das erste Album von 50 Cent heißt Get Rich or Die Trying. Das bedeutet Get Rich, also erstmal reich werden. Tupac redet irgendwie von Bürgerrechten, Nas rappt in seinen ersten Alben über das harte Leben in Queensbridge, in den Projects, wie alle seine Freunde abgeknallt wurden und er der einzig Überlebende war. Und sogar der Rap-Milliardär Jay-Z hat in seinen ersten Alben darüber gerappt, wie das Leben auf der Straße so ist und wie man mit Crack-Geld Kohle macht und so weiter und so fort. Und Notorious B.I.G. genauso. Aber jetzt sind alle Rapper schon reich. Sie sind schon reich. Sie sind Rapper und somit sind sie reich. Daraus können wir herleiten, in den 90ern war den Jugendlichen offensichtlich auch wichtig, einen Einblick in das Leben der armen Leute zu bekommen und Bürgerrechte waren wichtig und natürlich auch reich sein und Frauen flachlegen. Das hat sich nie geändert mit dem Frauen flachlegen. Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Daraus ziehen wir die Schlüsse, dass es heutzutage 100% der Jugendlichen nur noch ums Geld geht und so lernen wir unter anderem, warum zum Beispiel die Klimabewegung nicht genug Mitglieder hat, warum zu wenige Jugendliche mitmachen. Kennt ihr irgendeinen Rapper, der über Klimaproblematik rappt? Keinen einzigen. Diese Problematik ist den Jugendlichen offensichtlich nicht wichtig, denn sie wollen Kohle. Ist ja okay, ist ja verständlich. So, die Message dieses Videos ist einfach, wenn ihr wissen wollt, was den Jugendlichen wichtig ist, schaut euch die Top 100 Charts an und schaut, was die Rapper dort repräsentieren und worüber sie rappen. Dann wisst ihr Bescheid. Besser als jede Umfrage. Und ich warte immer noch sehnsüchtig auf den ersten Rapper, der darüber rappt, wie er seine Organe verkaufen musste, um seine Mutter über die Runden zu bringen. Yo, 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 Motherfucker. Wo du die Show machst, wo du die Show machst, das ist, wo du